Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Fahrradtour. Ich mache heute die Wasservogelrunde, wie im letzten Video schon angekündigt. Und ich habe jetzt das neue Mikrofon dabei, also müsste der Ton auch ein bisschen besser sein. So, jetzt bin ich kurz nach Weißenhorn. Also die Wasservogelrunde startet in Weißenhorn, fährt jetzt so Richtung Neu-Ulm zum Plessenteich. So, jetzt sind wir gerade aus Weißenhorn rausgefahren. Auf Höhe Hegelhofen bin ich gerade in die Felder. Und wie schon gesagt, die Runde heißt Wasservogelrunde. Ja, ich weiß auf jeden Fall, es geht mal an der Plessenteig und der Rest lasse ich mich auch überraschen. Aber ich nehme euch ja mit, dann seht ihr alles. Gut, jetzt drehe ich euch mal um und dann seht ihr mal, wo ich hinfahre. Da hat sie ein Pausenbänkchen, habe ich noch gar nicht gesehen. Jetzt müsste der Ton müsste auch gut sein. Es geht gerade ein bisschen der Wind. Das ist auch gleichzeitig der Test für das neue Mikrofon. Habe ja das von Rode, das Wireless ME. Das ist ein bisschen die abgespeckte Variante vom Wireless Go 2. Tonmäßig soll es gleich sein. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie der Ton rauskommt. Oh, jetzt sollte ich langsam mal schalten. Ich trete nämlich schon fast ins Leere. So, die Strecke, wo ich jetzt gerade fahre, ist auch gleichzeitig der Rotradweg. So, sind wir an der Engelhardtmühle in Attenhofen. So, vom Iller-Radweg habe ich das Radl gerade sauber gemacht. Jetzt fahren wir über Feldweg, dann können wir es wieder dreckig machen. Ja. Kann man auch Pause machen. Ja. Einfach schön, wenn man mal 3 Wochen Urlaub am Stück hat, dann kann man viel Radeltouren unternehmen. Ja, der Mais wächst auch langsam. Ja, jetzt sind wir gerade durch Pfaffenhofen durchgefahren. Und jetzt sind wir beim Sportplatz in Pfaffenhofen. Das ist gleich hier drüben. Da haben wir Schützenheim. Und weiter hinten kommt dann auch noch der Bogenplatz, wo ich früher mal war. Jetzt sind wir im Berg. Ja, wenn ihr aus dem Raum Weißenhorn, Neu-Ulm kommt und irgendwie einen Radweg kennt, den wo ich mal fahren soll, dann könnt ihr mir einfach mal Bescheid geben. Ich bin immer auf der Suche nach netten Wegen. Ja, ich bin immer auf der Suche nach irgendwelche schönen Fahrradwege. Wenn ihr da einen kennt, immer her damit. Am besten mit GPX-File, dann kann ich das bei Komoot dann planen.
Ja, und dann fahren wir den einmal ab, dann nehme ich euch mit. Ja, und mit dem Mikrofon, da ist momentan gut Fahrtwind drauf, also unser Wind geht jetzt auch ein bisschen stärker. Ich hoffe mal, die Windgeräusche hört man jetzt nicht. Fahren wir schon wieder raus aus dem Berg. Nächste Ortschaft ist Kadelzofen. Ja, und am Plessenteich, da war ich ein bisschen Pause machen. Kann man schön Vögel beobachten. Ja, mal gucken, ob wir heute welche sehen. Hab leider so gut wie keinen Zoom an der GoPro. Aber vielleicht kriege ich die ein oder andere für euch drauf. So, jetzt sind wir gerade aus Finningen raus. Jetzt geht es Richtung Plessenteich oder Plessenweiher. Das Fahrradfahren macht einfach Spaß, oder? Was meint ihr dazu? Aber heute ist ein bisschen Gegenwind. Ja. Bin schon gespannt, ob man die Windgeräusche nachher hört im Video. Ja, lassen wir uns überraschen. Oh, da drüben ist schon Neuulm zum Sehen. Aber bis dahin kommen wir glaube ich nicht mehr. Ja, und so Ulmer Münster kommt auch schon wieder zum Vorschein. Ja, auf der Straße oder auf dem Radweg bin ich auch noch nie gefahren. Ja, macht ja nichts, es gibt immer ein erstes Mal. So, lasse ich euch noch ein bisschen mitfahren. Bisher haben wir noch keine Wasservögel gefunden auf der Wasservögeltour. Aber ich denke mal, am Plessenteich wird es genügend geben. Da ist jetzt Vogelschutzgebiet. Da geht es jetzt hinter zum Plessenteich. Jo, dann fahren wir hinter, dann zeige ich es euch. So. Jetzt sind wir an dem Plessenteich angelangt oder angekommen. Wenn man hier guckt, sieht man schon die ersten Gänse. Und da hinten auch noch Schwäne. So, jetzt sind wir dann an dem Aussichtsturm von dem Plessenteich. Oh, dann zeige ich euch mal, wie es hier ausschaut.
Ja, mal ganz interessant. Aber jetzt geht es dann gleich weiter. Ja, so viel zur Wasservogelrunde. Kommen solltet, kann man es auch schön anschließen. Jetzt geht es gleich hier weiter. Jetzt geht es weiter auf der Wasservogelrunde. Ja, die Wasservogelrunde findet man auf der Homepage vom Landratsamt in Neu-Ulm. Kann euch ja mal der Link unten reinsetzen, falls ihr die mal nachfahren wollt oder auch die anderen, wo auf der Seite seid, sind. Ist auf jeden Fall bisher richtig schön. Gut, jetzt geht es gerade durch Senden durch, da ist ein bisschen lauter. Aber vorher ist alles schön über Feldweg gefahren, alle gut befahrbar. Von der Hanna in Senden geht es an der Bahnlinie entlang. So, dann fahren wir mal das Industriegebiet. Richtig schön warm halt. Könnte schon fast wieder an die 30 Grad hingehen. Ja, und das dann ist das Zeichen für die Wasservogelrunde. Steht auch dran, Wasservogel. Ja, nach Weißenhorn hätten wir es jetzt nur 9,6 Kilometer. Von Wullenstetten sind wir jetzt gerade rausgefahren. Jetzt geht es hinten gleich zum nächsten See. Jetzt auch Naturschutzgebiet mit so Vogelbeobachtungsstationen wie im Plessenteich. Ja, halt die auch mal kurz an und zeig's euch dann gleich. Jetzt auch so ein Schildli. Könnt ihr mal durchlesen, wenn ihr Lust habt. Und dann gehen wir ein bisschen Richtung See runter. Ja, herrlich. Dann fahren wir mal ein Stück weiter. Die Illerberger Steige ist ja schön steil gewesen. Habe ich euch jetzt leider nicht mitgenommen, weil da habe ich beide Hände am Lenker gebraucht. Ja, aber mit dem neuen E-Bike gar kein Thema. Kleiner Gang rein, EMTB-Modus und hoch. Merkt man fast nichts. Also ohne Motor wäre ich nie im Leben hochkommen. Aber gar nie. Ja, jetzt sind wir schon fast wieder daheim. Geht es hier noch ein bisschen über Feldwege nach Weißenhorn wieder. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen, weil mein Akku ist auch bald leer. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn ihr bis hier noch dran seid. Und dann bis zur nächsten Tour. Euer Andi. Ciao. Naja, und ihr könnt mir ja noch in die Kommentare mal schreiben, wie die Soundqualität zu den letzten Videos ist. Ob es besser geworden ist mit dem neuen Mikrofon.